Hallo zusammen, ich bin Schritt Teichmann, bin 17. Ich bin in Barcelona aufgewachsen und wohne seit 3 Jahren jetzt in Biel. Ich habe Tennis angefangen mit 4 und ich spiele Tennis, weil es mir einfach Spass macht. Jeder Ballwechsel ist etwas Neues und ich bin allgemein eine Ballsportart-Person. Im Final trifft Teichmann auf die dreifache Schweizer Meisterin und Titelverteidigerin Timea Baschinski. Die Lausannerin spielte ein sehr gutes Jahr und verbesserte sich in der Weltrangliste um mehr als 200 Plätze. Ich heiße Timea Baschinski. Ich bin 25 Jahre alt. Ich habe Tennis angefangen, als ich ungefähr 3 oder 4 war. Und ich bin eine Profi-Tennisspielerin seit 2004. Ich spiele Tennis, weil ich fühle mich glücklich, wenn ich auf einem Tennisplatz bin. Und ich spiele auch ganz gut und das hilft. Ganz gut spielten im Finale beide. Sowohl Baczynski als auch Teichmann zeigten tolles Tennis und ein sehr spannendes Spiel. An den diesjährigen Youth Olympic Games gewann Jill Teichmann die Goldmedaille im Mixdoppel. Und auch im Frauenfinal der Schweizer Meisterschaft wirkte die 17-Jährige etwas aggressiver und bissiger als ihre Kontrahentin. Nach diesem Break führte Teichmann mit 5:3. Doch Timea Baczynski blieb ruhig und abgeklärt, profitierte von ihrer Erfahrung und schaffte das Rebreak zum 5:5. Die Titelverteidigerin machte plötzlich die wichtigen Punkte, was Teichmann mental an ihre Grenzen brachte. Schließlich sicherte sich Baczynski mit einem Ass den hart umkämpften Satz mit 7:5. Mitte des zweiten Satzes musste sich Teichmann behandeln lassen, konnte aber wenig später weiterspielen. Dann das 8. Game, das längste des gesamten Spiels. Baczynski erspielte sich insgesamt 4 Spielbälle, konnte aber keinen verwerten. Teichmann ihrerseits nutzte die Chance und verwertete ihren 4. Breakball zum 4:4. Timea Baczynski reagierte postwendend und schaffte gleich das Rebreak zum 5:4, womit die Titelverteidigerin zum Titelgewinn aufschlagen konnte. Jill Teichmann wehrte sich mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage und ließ ihr Talent nochmals aufblitzen. Doch auch dieser Stoppball konnte Baczynski nicht mehr aufhalten. Matchball Baczynski. Sieg für Timea Baczynski. Mit 7:5 und 6:4 entscheidet sie einen tollen Frauenfinal für sich und ist zum 4. Mal Schweizer Meisterin. Ja, es ist immer eine schöne Ehre, also noch einen Titel zu holen. Ich meine, auch wenn es also nur Schweizer Meisterin ist, aber trotzdem ist der Pokal hochnehmen und das ist immer ein schönes Gefühl. Im Final der Herren kam es zur Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen Raphael Lustenberger und Henry Laaksonen. Titelverteidiger Laaksonen strebte nach den Siegen in den letzten 2 Jahren in Biel sogar den Titel-Hattrick an. Ich bin Henry Laaksonen, ich bin 22 Jahre alt. Ich habe Tennis angefangen, wenn ich war 3 Jahre alt. Ich bin seit 2009 in der Schweiz am Trainieren und meine Mutter und Vater haben Tennis gespielt und das hat mir am besten gefallen. Der Raphael Lustenberger, bin 26, komme von Ebiken und spiele schon seit dem 8. Lebensjahr Tennis. Und ich bin dazugekommen durch einen Kollegen aus Ebiken und auch heute macht mir immer noch mega Spass. Vor allem, wenn ich Turniere spielen kann, bin ich extrem motiviert. Extrem motiviert, aber vielleicht auch ein bisschen nervös, starteten die beiden Spieler in dem Finale. 4 Breaks in den ersten 4 Games, doch eher die Ausnahme als die Regel. Henry Laaksonen war der Erste, der diese Break-Serie durchbrechen konnte und sein Aufschlagspiel zum 3:2 durchbrachte. Danach spielte der in Finnland geborene Rechtshänder wie aus einem Guss. Zuerst schaffte Laaksonen ein weiteres Break.
Und bei eigenem Aufschlag ließ er keinen Punkt des Gegners zu. Das Game zu 0, die Führung 5-2, die Vorentscheidung im ersten Satz. Mit dem vierten Break sicherte sich Laaksonen nach anfänglichen Schwierigkeiten den ersten Satz doch locker mit 6-2. Rafael Lustenberger musste sich etwas einfallen lassen, wollte er Revanche für die letztjährige Finalniederlage. Gesagt, getan, ein schöner Passierball des Luzerners. Lustenberger konnte noch kein einziges Aufschlagspiel durchbringen. Da war es ihm wohl ganz recht, dass Henry Laaksonen den zweiten Satz eröffnete. Denn genau wie im ersten Satz startete Lustenberger mit einem Break. Doch der 1,85 große Laaksonen blieb eine Nummer zu groß für Lustenberger. Was für ein Punkt des Titelverteidigers! Zwei Matchbälle zum Titel-Hattrick für Laaksonen. Spiel, Satz, Sieg und Schweizer Meister Henry Laaksonen. Mit 6-2 und 6-3 schafft er den Titel-Hattrick. Typisch Finnisch bleiben die ganz großen Emotionen aus. Doch wer bekommt die erste Nachricht des alten und neuen Schweizer Meisters? Ich habe meine Konditrainer und dann werden noch vielleicht meine Mutter noch geschrieben. Positive Nachrichten auch für Swiss Tennis. Die Schweizer Meisterschaft 2014 präsentierte tolles Tennis und strahlende Sieger. Ein erfolgreicher Abschluss eines historischen Schweizer Tennisjahres. Tennis auf Teleclub wurde Ihnen präsentiert von Cornercard, Ihr Spezialist für Kredit- und Prepaid-Karten.